28. Februar 1815. Endlich erreichen wir den Hafen von Marseille. Edmond Dantès, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes. Hier liegt das sicher in Irrtum vor. Schafft ihn fort! Dies hier führt Sie zu meinem Schatz. Er soll von heute an Ihnen gehören. Der Schatz ist auf der Insel Monte Cristo. Gold, Diamanten und Edelsteine. Die Schuldige bin ich, weil es mir an Kraft gebracht, gegen ihre Abwesenheit und meine Einsamkeit zu kämpfen. All das jahrelange Hoffen war umsonst. Die ganze Flucht hätte ich mir sparen können. Also, nimm nicht dazu! Und er schwor einen fürchterlichen Eid. Rache. An jenem, der ihm seine Liebe genommen hat. Rache. Ich war selber das Werkzeug eines anderen. An jenem, der ihm seine Freiheit genommen hat. Rache. Ich verriet dich, aber verurteilt und eingesperrt hat dich jemand anders. Rache! Blitze zuckten wie Feuerschlangen über das Firmament. Der Sturm peitschte die Erde. Genug jetzt. Genug der Rache. Gemeinsam werden wir Paris verlassen. Haben Sie denn hier gar nichts mehr zu erledigen? Wollte Gott, ich hätte nicht schon zu viel getan.